Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es eine neue Postfolge. Ich hoffe, diesmal kann ich die Postfolge aufnehmen, weil es ist total warm draußen. Die Wärme zieht in mein Büro rein und deswegen hat der Laptop auch nicht wirklich viel Kühlung und der überhitzt zurzeit sehr oft und deswegen geht er aus. Und wenn ich gerade eine Aufnahme mache und der Laptop geht wegen der Hitze aus, dann ist natürlich die komplette Aufnahme verloren. Mal gucken, ob ich es heute mal gebacken kriege. Drückt mir bitte die Daumen. So, der erste Brief kommt von Mariana Silverdew. Und Mariana schreibt: Oh mein Gott, hi Isabel, ich feiere dich voll, du bist einer meiner Idole. Mein letzter Brief hast du nicht empfangen, deswegen schreibe ich dir einen neuen. Ich finde dich voll hübsch, am meisten deine Haarfarbe ist voll schön. Oh mein Gott, danke. Hör niemals auf mit YouTube. An alle deine Hater sind nur eifersüchtig. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Deine Mariana. Sehr liebend gern, aber auch dir schreibe ich sofort zurück. Okay, Mariana habe ich jetzt geantwortet und der nächste Brief kommt von Fiona Raven. Paulus, hast du mir nicht schon mal geschrieben? So, und sie schreibt: Also Bella, uff, wo soll ich nur anfangen? Vielleicht am Anfang. Ich habe dich letztes Jahr entdeckt und du warst mir echt sympathisch, aber dann hast du immer mehr Abos bekommen und dich verändert. Okay, und wenn ich ehrlich bin, ins Schlechte. Okay, du veränderst dich und ich möchte kein Teil davon sein, deswegen hier noch meine letzten Worte an dich. Joke. Mein Gott, Fiona, ey, ist das dein Ernst? Oh mein Gott, ey, ich dachte jetzt wirklich, das ist. Okay, hast mich gut reingelegt. Aber wenn es ein echter Brief sein sollte, dass ich mich wirklich verändert habe, dann war das auf jeden Fall ehrliche Worte. Also auf jeden Fall vielen Dank für diese ehrlichen Worte, obwohl es ein Joke war oder ist, aber ja gut, dir schreibe ich auf jeden Fall auch mal ganz schnell zurück. So, der nächste Brief kommt von Fiona Bravestack und ja, ich schreibe die Briefe im Off, weil wenn ich das wieder ins Video mit einbringe, dann dauert das Video noch länger und wenn der Laptop wirklich ausgeht, dann habe ich Probleme. Deswegen, ja, die Antworten schreibe ich auf jeden, also ich antworte allen, die ich jetzt vorgelesen habe und ja, ich lese die Briefe aber natürlich trotzdem in der Postfolge vor, ne? So, Fiona Bravestack, Postfolge. Hey Bella, ich habe etwas mega Interessantes über SSO herausgefunden. Nämlich. Ups, sorry, ich hab's vergessen. Fiona. Mensch, Fiona, das war ja. Okay, das war lustig. Es war wirklich ein sehr lustiger Brief. Okay, dir schreibe ich aber auf jeden Fall auch zurück. So, Fiona habe ich zurückgeschrieben und das war wirklich sehr interessant, was sie da geschrieben hat. So, der nächste Brief kommt von Stina Flowerspeed. Sie schreibt: Ich liebe deine Videos. Huhu Bella, liebe deine Videos. Ich hoffe, du bleibst, wie du bist. Du bist die Beste der Welt. PS, kannst du mich bitte grüßen? Liebe Grüße, deine Stina. Liebe Grüße gehen an die Stina an dieser Stelle hier raus. Vielen lieben Dank für deinen Brief und auch dir schreibe ich natürlich zurück. Okay, und die nächste hier in der Liste ist die Lucia Crazy Luck. Sie schreibt: Danke. Hey Bella, du bist voll cool und ich liebe deine Videos. Danke, dass du mir auf meinen Kommentar geantwortet hast, als ich gefragt habe wegen Postfolge und hab ohne Mist geheult. Oh mein Gott, Lucia, du musst doch deswegen nicht heulen. Bist echt die Beste und ich wollte fragen, wie der Server heißt, auf dem du spielst, wenn du es nicht beantworten willst. Na klar, kann ich dir gerne sagen, ich spiele auf Server 11 Icy Palace. Genau, bin übrigens 10, also sorry, wenn ich nicht so gut schreiben kann, also Rechtschreibung und so. Kannst du mich bitte grüßen? Heiße Emma. Liebe Emma, auch dich grüße ich an dieser Stelle recht herzlich und vielen, vielen lieben Dank für deinen süßen Brief. Und nein, du brauchst wegen mir nicht zu weinen und dafür, dass du 10 bist, kannst du eigentlich schon ganz gut schreiben. Muss ich wirklich sagen. Und die nächste in der Liste ist die liebe Lucia Loudball. Lautball, ja, und sie schreibt: Hi. Hi Bella, du bist voll cool. Deine Videos sind immer sehr spannend. Mach weiter so, bleib wie du bist und ändere dich nicht. Ich hoffe, du bleibst gesund. Ganz liebe Grüße, Feli. Auch liebe Grüße an dich, liebe Feli. Vielen Dank, dass dir meine Videos so gut gefallen. Und nein, ich verändere mich auf jeden Fall nicht. Und ja, ich hoffe, du bleibst auf jeden Fall auch gesund. Und natürlich schreibe ich auch dir sofort zurück. Und wir haben schon einige Briefe geschafft und der nächste Brief auf der Liste ist auf jeden Fall die Nadine Lightning Strong Fanbrief. Ich bin Fan von der Titanic und mit meinem YouTube-Kanal, warum ich es gelöscht habe, habe ich nicht ganz so die Wahrheit erzählt. Ich werde noch ein Video machen, was eigentlich passiert ist. Liebe Grüße, Nadi. Apropos, du bist die eine, die tolle Filme macht, dein Fan. Oh, danke schön. Achso, mit Filme meinst du wahrscheinlich Videos, oder? Ja, vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Dir werde ich auch noch mal ganz kurz zurückschreiben. So, ihr Lieben, drei Briefe haben wir noch und dann ist die Postfolge auch schon wieder vorbei. Und die nächste ist Lydia East Strong. Und da kam gerade ein.
Und das hier ist auch on. Alles klar. Da kam noch ein Brief rein. So, also Lydia ist strong. Ich liebe deine Videos. Hi, ich wollte das schon längst schreiben. Ich liebe deine Videos. Liebe Grüße, Lydia ist strong. Vielen lieben Dank, dass dir meine Videos gefallen, Lydia. Also, da freue ich mich wirklich sehr. Ich meine, die Videos sollen ja zur Unterhaltung dienen. Und wenn sie euch unterhalten, dann ist das auf jeden Fall. Dann habe ich mein Ziel erfüllt. Aber auch dir schreibe ich natürlich sofort zurück, Lydia. So, die vorletzte für dieses Video ist die Dina Groundfeather. Und sie schreibt: Hi. Das ist ein langer Brief. Oh, das ist ein sehr langer Brief. Okay. Hey Bella, ich habe dir schon einmal einen Brief geschrieben, aber den hast du nicht in deiner Postfolge vorgelesen, weil dein Programm abgestürzt ist oder so. Ist aber nicht schlimm. Ich wollte dir sagen, dass du so bleiben sollst, wie du bist und deine Videos weitermachen sollst. Ich liebe deine Stimme und ich würde mich freuen, wenn du diesen Brief in einer Postfolge, also in einem Postvideo, ohne dass dein Programm abstürzt, vorliest. Ich kann momentan immer noch keine Herzen machen, aber du würdest auch in diesem Brief sonst ganz viele finden. Oh, ich wollte fragen, ob du mich grüßen kannst. Liebe Dina, auch dich grüße ich natürlich an dieser Stelle recht herzlich. Und auch dein Brief ist, Gott sei Dank, endlich wieder in einer Postfolge gelandet. Ja, ich freue mich immer so darauf, wenn du meinen Brief in einer Postfolge vorliest. Ich hoffe, dir geht es gut. Also mir geht es auf jeden Fall gut und ich hoffe dir auch. Deine Videos sind immer spannend und lustig. Ich liebe deine Looks in SSO. Oh, danke schön. Ich kann mir die Sachen und die Pferde noch nicht leisten. Ich bin noch nicht so lange Star Rider, also für immer. Ich hoffe, der Brief ist dir nicht zu lang und du freust dich darüber. Oh mein Gott, Dina, ich freue mich mega krass über deinen Brief. Der war wirklich sehr lang. Ich stelle mir die Herzen vor und ja, dein Brief ist auf jeden Fall diesmal in einer Postfolge gelandet. Ja, zum Glück, mein Laptop hat noch nicht den Geist aufgegeben. Und ja, ich werde dir ganz, ganz schnell zurückschreiben. Und wir sind beim letzten Brief angekommen, ohne dass mein Laptop abgestürzt ist. Ich fasse es einfach nicht. Okay, die letzte ist Luciana Cherry White. Wir hatten doch schon mal eine Luciana. Ja, hier oben. Luciana Crazy Luck. Haha, lustig, okay. Ja, Luciana Cherry White. Fanpost. Huhu, wollte mal sagen, dass du mega, mega tolle Videos machst und du heiterst mich immer auf, wenn ich traurig oder schlecht gelaunt bin. Hoffe, du machst weiter so. Und meistens, wenn ich ein Video von dir sehe, bekomme ich Lachflash. Oh, liebe Grüße, Lucia. Vielen lieben Dank, Lucia. Also, dass du meine Videos so lustig findest, ist schon mal sehr gut. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, euch gute Laune zu bringen und vielleicht auch zum Lachen zu bringen. Und ja, danke auf jeden Fall für das Lob und ich werde auf jeden Fall so weitermachen. Und dir werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal zurückschreiben. Jawohl. Okay, ihr Lieben, das war's auf jeden Fall von der heutigen Postfolge. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, alle Briefe vorzulesen und in eine Postfolge zu stopfen. Zu stopfen, das klingt übelst gemein. Und ja, ihr seht, ich habe alle Briefe vorgelesen. Ich habe auch alle Briefe beantwortet. Das habe ich jetzt in der Aufnahme nicht gemacht, weil ich habe die Aufnahmen so kurz wie möglich gehalten. Also pro Brief habe ich eine Aufnahme gemacht. Ich habe immer wieder das Video aufgenommen, angehalten, damit die Videos wirklich gesichert sind. Also wenn ich die Aufnahme beende, ist das Video ja gesichert. Wenn ich allerdings aufnehme und mein Laptop stört ab, dann ist die Aufnahme natürlich verloren. Deswegen habe ich das dieses Mal so gemacht. Und ja, die Briefe, die Antworten, die habe ich jetzt mal nicht gezeigt in dieser Postfolge, aber ich habe auf jeden Fall jeden einzelnen hier einen Brief ja zugeschickt, also geantwortet, beantwortet und ja. Die Lucia Crazy Luck hat mir zwar hier zurückgeschrieben, aber diese Re-Re-Briefe, sage ich mal, also diese ja, zurückbeantworteten. Ich finde wieder die Worte nicht. Auf jeden Fall, diese Re-Briefe werde ich nicht in einer Postfolge vorlesen. Das mache ich dann wirklich immer im Off und privat. Und ja, immer nur, wenn ihr hier so Fanpost oder hey oder ich liebe deine Videos ohne dieses Re mir schreibt, dann werde ich die auf jeden Fall in einer Postfolge vorlesen. Und ja, das war es auf jeden Fall von dieser Folge. Ich hoffe, diese Postfolge hat euch gefallen. Wir hören uns hoffentlich im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal. Ciao, ciao.